Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Pro7-Werbung, okay. Pro7. You cannot say. Wo war das immer? We love to entertain you? War das bei Pro7? That you love me. Was ist das für eine Werbung? Where you are, you let me guess. Say, you know me, you know me, you know me. Then again, I cannot. Junge, ich werd das Radio rausruppen, Alter. You know me, you know me, you know. You want a kiss from me. How would it be to set me free? So come to me. Ja, gut, okay, das ist eine gute Idee. Say yes. Say yes, say yes. Das war jetzt eine Autowerbung? Was? Was? Was soll mir das jetzt aussagen? Dass das Auto schnell fahren kann, jemand in den Sitz reindrückt oder was? Mit Diesel? wie haben die das gemacht? 275 Euro für so ein altes Klapperding? Willst du mich verarschen? Surfen, bis die Maus bellt. 9 Monate T-Online für 0,0 Pfennig Grundgebühr. Ah, das ist super. Deutschland geht T-Online. Gehen Sie mit. Infos 0800 33 055 33. Ey, ich sag euch eins, das war eine Scheißzeit, wo du fürs Internet pro Stunde 1 Euro zahlen musstest. Also wenn du eine Stunde im Internet warst, hat das 1 Euro gekostet. Nicht im Internetcafé, sondern zu Hause. Im Internetcafé hast du für eine halbe Stunde 1 Euro bezahlt. Restauriert ist dieser Zug, da kommt Naschen gar nicht gut. Saubere Kissen, saubere Finger. Was sind denn das für Dinge? Ah, Schokobon. So schön klein und so schön rund. Mit einem Haps sind die im Mund. Und was für Schokobon, wir haben eine extra Portion Milch mit drin. Das klingt ja gar nicht dumm. So viel Milch mit Schoko drum. Bon für Bon, eine kleine extra Portion Milch. Ja, das die haben ultra viel Kalorien, Alter, eins und Schokobon. Schon, schieß doch! Ach ja, Fußball. Mhm. Erinnert mich an meine Zeit bei United. Fantastisch! Wir wurden Meister. 1935 war das. Mit der intelligenten Suchmaschine auf ihrer MSN-Homepage finden Sie alles viel schneller. War nicht zu stoppen. Und das schon beim ersten Versuch. 3 Tore in einem Spiel. Welcher von denen bist du, Opa? Ich war weg, als sie das Foto gemacht haben. Aha, kennt ich war man. Auf Safari in Afrika. www. Oh, okay, das ist natürlich wichtiger. Junge, das ist eine coole Werbung. msn.de. Eine coole Werbung für sowas. Also, muss ich echt mal sagen. Wie würde die Werbung wohl heute aussehen? Ich glaube, da würde irgendwas gezeigt werden, was gar nicht wirklich vorkommt, wie bei den ganzen App-Werbungen. Die sollte man verbieten. Neu von Nivea Beauté. All Day Aqua. Das erste Make-up mit der einzigartigen Frische. Was für ein leichtes Gefühl. So voller Frische und Feuchtigkeit. Das Make-up. Wenn man zweideutig denkt, ist das geiler. Habe ich jetzt die ganze Zeit die falsche Kamera angehabt? Nee, habe ich nicht. Gut, okay, dann können wir weitermachen. Das den Teint erfrischt. Neu All Day Aqua von Nivea Beauté. Meine Art der Schönheit. Fliege nach London. 690 Mark über Internet. Hotel. 140 Pfund über Telefon. Sie immer noch überraschen zu können. Unbezahlbar. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es Eurocard. Ihre Karte fürs Internet. Die Was? Na, Ihr Auto macht aber komische Geräusche. Tatsächlich? Kann ich helfen? Na klar, der Keilriemen. Lassen Sie mich mal. Na, das ist das Lüfterrad. Die Lichtmaschine. Der Zahnriemen. Die Wasserpumpe. Der Verteiler. Das widerspiegelt unsere heutigen Experten wieder. Wieder? Die sich nicht einig sind, ob es ein Löwe oder ein Wildschwein ist. Man kennt es. Die besten Experten, die Deutschland je hatte. Na, gibt's Probleme? Ja, wenn nur mein Auto quietscht. Ja, ich sag doch, die besten Experten. Junge, und der Tankstellenwart regelt's oder Tankstellenmechaniker. Ja, hier tanken Sie auf. Entdecken Sie eine Welt, die Sie so noch nie gesehen haben. Dinosaurier im Kino. Kenn ich gar nicht. Hat mich gerade aber an ein Land vor unserer Zeit erinnert. Das war echt cool. Ah!
Briefkasten gelb. Na, das ist mit dem neuen Ariel Color flüssig. Für überraschend saubere Farben. Was? Was ist das? Junge, so kannst du nicht losfahren, Alter. Ey, wisst ihr aber, wenn ihr so im Winter losfahrt, ja, mit nur so einem kleinen Guckloch, ist ja eigentlich verboten. Es ist ja auch gefährlich. Du hast ja keine Sicht ringsum. Da zahlst du, glaube ich, 60 Euro Strafe. Tust du aber dein Auto im Winter warm laufen lassen, zahlst du 80 Euro Strafe. Die Strafe für eine Gefährdung im Straßenverkehr ist einfach geringer, als das Auto warm laufen zu lassen, was die Umwelt wahrscheinlich nur minimal belastet. Hä? Das ist so dumm. Haben Sie ein... Junge, wer fährt denn aber auch so eingepackt, Alter? Mit Jacke und alles. Normalerweise sollte man das nicht machen, weil der Gurt dann nicht richtig funktionieren könnte. Endlich je über den Kauf einer Standheizung nachgedacht? Standheizung im Auto oder was? Also, jetzt geht's aber los, ja. Was ist das für eine Werbung, Alter? Der kann kaum vorne durchgucken und da kommt eine Standheizung? Was? Wex, Spitzenpilsner von Welt. Habe ich früher auch sehr gern getrunken. Dann irgendwann war es bloß noch das andere Becks hier, Becks Eis. Und jetzt ist halt V+. Irgendwann wird es wahrscheinlich wieder normale Sternburger sein oder so. Keine Ahnung, es wechselt immer hin und her. Aber meistens... Ein vorgeheiztes Auto, freie Sicht und ein motorschonender Start. Webasto Standheizung. Von Ihrem Autohaus, dem Bosch Service oder Ihrem Webasto Einbaupartner. Sag mal, soll das eine Versicherung sein oder soll das jetzt eine Standheizung Werbung sein? Ich bin total verwirrt. Kinderpinguin, das Milchdessert im Handyformat. Beim Sport, im Job oder so. Im Handyformat? Was? Im ostfrischer Vollmilch, umhüllt von Schokolade. Schmeckt knackig frisch. Kinderpinguin, das Milchdessert im Handyformat. Jetzt bis zu 700... Stimmt, eigentlich jetzt erinnere ich mich wieder. Aber Milchschnitt ist da auch so, Junge. Mein Notizbuch ist auch ein Handyformat. Im Markt Maxi-Förderung durch Sparzulage. Wohnungsbauprämie mit BHW Dispomax Bausparen. Sparzulage auf Fondsparen mit BHW Europa FT. Schnell, bis 31.12. zum BHW-Berater. Okay. BHW, Ihr Finanzpartner. Mein Leben. Damals konnte man sich das noch leisten. Heute sind die Zinsen in die Unendlichkeit geschossen. Nächstes Jahr werden es wahrscheinlich noch mehr. Alles hier irgendwo. Und für mein Make-up habe ich jetzt alles in einem. Exklusive Jade von Maybelline New York. Express Make-up 3 in 1. Verteilt sich ultra leicht, deckt Unebenheiten ab und mattiert wie Puder. Natürlicher Look, ganz easy. Express Make-up 3 in 1 von Jade Maybelline. Ich fühle mich schön mit Jade. Das findet man beim Fischen im Netz. Und das findet man beim Suchen im Netz. Klingt einfach, ist es auch bei www.lion.cc. Dein Internetshop mit der großen Auswahl. Das war wahrscheinlich noch ehrlich, nicht so wie die heute, die Wischwerbung oder wie ist das andere jetzt? Demo oder so? Oh. Ja, ganz ehrlich, vielleicht nicht, aber ihr wisst es. Dumm! Was für eine geile Autowerbung ist das bitte, Alter? Das ist die beste Autowerbung, die ich je gesehen habe. Warum kann die heute nicht noch so sein? Ach, die jetzt auch schon. Ohne E-Mail-Adresse geht ja heute gar nichts mehr. Bei uns zu Hause in der Familie hat auch schon jeder eine. Das ist echt gut bei Aul. Da kriegst du 7 Stück. Ja. 2001, ja stimmt, da war noch AOL echt? So ein Riesending. Ey, dann darf ich ja noch dreimal. Wie immer die CDs in jedem Drogeriemarkt rumlagen, das war geil. Wir haben uns die immer in Massen mitgeschleppt, weil wir die uns an die Wand gemacht haben mit solchen, weiß nicht, wie die Nadeln, Kopfnadeln heißen die, glaube ich, weiß es nicht. Und ein Kumpel hat mal versucht, AOL
zu installieren und ins Internet zu gehen, ohne überhaupt einen Internetanschluss zu haben. Wir haben ihn erklärt, das funktioniert nicht, weil er braucht einen Internetanschluss. Ich will es einfach mal probieren, vielleicht geht's ja doch. Und dann hat er sich versucht, von einem anderen Kumpel immer Guild Wars 1 auszuleihen. Der hat ihm tausendmal erklären müssen, dass dies ein Online-Spiel ist und dass das Spiel nicht funktioniert ohne Internet, weil er hatte kein Internet und dass dieser Key, der dabei ist, nur einmal verwendbar ist für den Account, mit dem man spielt. Ja, ich will es trotzdem mal probieren, vielleicht klappt's ja. Der ist heute noch so hirnlos. AOL mit 24 Millionen Menschen weltweit Nummer 1. Das war das Erste, was wir damals hatten, AOL. 1 Euro die Stunde, oh Mann. Wodka Gorbatschow. Vor allem, wenn du dann angefangen hast, dir bei GTA lauter Mods zu laden. Schlimm. Ist Wodkas reine Seele. Bei AOL 7 E-Mail-Adressen inklusive. Jetzt anrufen. 0180-2-50-6000. Oh, dieser Chat-Messenger bei AOL war geil. Du hast einfach tausende verschiedene Leute getroffen. Wir haben da stundenlang drin gebracht, haben natürlich stundenlang Geld dafür bezahlt, um einfach mit random irgendwelchen Dudes in der ganzen Welt zu chatten. Das war cool. Oder in der Deutschland zumindest. Sonntagnachmittag. Aufs Abenteuer. Mit gefährlich guten Serien. Auf unsere Entdeckung. Los geht's mit einer Expedition. Auf dass wir's überleben. In eine unglaubliche Welt. Auf die verlorene Welt. Und gleich danach Hollywood-Star Tia Carrere in Relic Hunter, die Schatzjägerin. Ihre Liebe gehört dem Studium der Geschichte, aber ihre Leidenschaft ist das Abenteuer. Sie jagt nach den Schätzen der Vergangenheit an den unheimlichsten Orten. Der neue Abenteuernachmittag. Die verlorene Welt und Relic Hunter, die Schatzjägerin. Ab Sonntag, 15.10 Uhr. Das sind für mich eher Filme, die man abends guckt, aber doch nicht Nachmittag oder Serien. Pro 7. Der Montagabend auf Pro 7. Ja, das die Simpsons sind aufs Pferd gekommen. Was ist denn da? Erinnert euch hier noch an die schönen Abenden mit Shin-Chan und danach Dragon Ball? Oh, so, so nice. Wir werden ihm ein ganz gefährliches Outfit verpassen. Dass allen anderen Pferden vor Angst die Hufeisen wackeln. Ja, genau. Der Überholspur um 21.15 Uhr und danach Futurama, die Außerirdischen. Was denn Sims? Es kam erst 21.15 Uhr? Willst du mich verarschen? Sir, ich melde mich freiwillig zu einer Selbstmordmission. Wenn ich das Kommando habe, gibt es nur Selbstmordmissionen. Hört auf zu explodieren, ihr Feiglinge! Die Simpsons und Futurama. Montag ab 21.15 Uhr auf Pro 7. Hä, warum kam Simpsons damit zu spät? Jetzt geht's weiter mit Dino Crisis 2 auf Boah, PlayStation. Boah, das war ein geiles Spiel, Alter. Das habe ich so oft durchgespielt, Dino Crisis 2. Boah, ist das... Ey, ich wünschte mir, die würden davon mal ein Remake machen. Das wäre so geil. Das waren echt richtig geile Werbung. Ich hoffe, die haben euch so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.